Wir freuen uns, hier direkt neben den Gewächshäusern und Anlagen von Stadtgrün Bern unsere diesjährige Preisverleihung des zweiten Building-Preises für Biodiversität durchführen zu können. Also die Stadt kann tatsächlich einen Beitrag zum Biodiversitätsschutz leisten, aber das ist kein Selbstläufer, denn es kommt doch aufs Eingemachte an. Und ich möchte aber eine erste Bilanz ziehen, Stadt und Natur, Sie ahnen es, sonst würde es diesen Preis auch nicht geben, das ist kein grundsätzlicher Widerspruch. Aber Natur ist unter Druck in Städten, wenn Städte dichter werden und wenn sie in das Umland wachsen. Sich für Stadtnatur einzusetzen, ist tatsächlich Teil der Lösung von Umweltproblemen in der Stadt. Wir sehen, dass das Leben in der Stadt hektischer wird, dass die Leute gleichsam vereinsamen, dass es mehr gesundheitliche Probleme gibt, wenn die Stadt enger wird und wenn Grünflächen fehlen. Und es gibt so viele Untersuchungen, die zeigen uns, in das Grün zu investieren, nicht nur im öffentlichen Bereich, sondern auch bei den privaten Flächeneigentümern. Das macht die Stadt gesünder, das hilft uns, glücklicher zu sein. Man könnte vielleicht einfach sagen, Stadtnatur macht glücklich. Ja, es braucht unbedingt Bevölkerung, weil die meisten Flächen sind ja gar nicht in städtischer Hand. Und das muss man auf verschiedene Arten, glaube ich, Ansatzpunkte finden. Das eine ist sicher bei den ganz Kleinen, wo man anfängt mit der Naturklasse, mit Naturbildung draussen. Das andere wird sicher auch wichtig sein, wenn man das ausbauen kann, einfach auch Beratungen anbieten, sei das für Immobilienfirmen, aber eben schlussendlich auch für Hausbesitzer direkt. Also wenn ich ein Akteur wäre im Siedlungsraum, der das fördern will, dann ist es traditionell, dann würde ich einfach schauen, dass man Berührungsängste abbaut, zu Akteursgruppen geht, die Gestaltungskraft haben. Das ist natürlich vor allem die Immobilienbranche, es kann aber auch die Zivilgesellschaft sein. Und mit ihnen zusammen versuchen, das Thema zu bewirtschaften. Und ich bin tatsächlich der Überzeugung, dass wir Städte neu denken können als einen attraktiven Lebensraum für uns alle, aber eben auch für die außermenschliche Natur. Dieser Preis trägt dazu bei und deswegen Lob und Anerkennung an die Stifter und Glückwunsch an die Stadt Bern. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren.